Herzlich willkommen zu einem weiteren R-Screencast. In den letzten Screencasts haben wir uns ja angesehen, wie man grundsätzlich mit R umgeht, wie man beispielsweise eine Funktion aufruft, wie man dieser Funktion Argumente übergibt, wie man Daten eingeben kann, wie man diese Daten speichern und wieder laden kann und wie man sie in tabellarischer Form auch ausgeben kann. Heute wollen wir in das Thema einsteigen, das uns eigentlich interessiert, nämlich in die Statistik. Denn wir wollen ja R nutzen, um statistische Auswertungen durchzuführen. Und wir fangen hierfür an im Bereich der deskriptiven Statistik mit den Lagemaßen, also Kennzahlen, die uns etwas darüber verraten, wo sich das Zentrum einer Verteilung befindet. Ich habe hier wieder einen Datensatz, die Probanden vorbereitet. Den rufe ich mal hier ab. Probanden, den kennen wir schon aus dem letzten Screencast. Also wir haben hier unsere 10 Personen und von denen haben wir jeweils einen Wert für Alter, Geschlecht und Einkommen. Und wenn Sie sich an die Zoom-Vorlesung noch korrekt erinnern, dann wissen Sie, dass wir uns dort hauptsächlich mit 3 Lagemaßen beschäftigt haben, nämlich mit dem arithmetischen Mittel und auch dem getrimmten arithmetischen Mittel, mit dem Median und mit dem Modus. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir diese Lagemaße in R berechnen können. Wir fangen mit dem arithmetischen Mittel an. Das arithmetische Mittel heißt auf Englisch Mean, also so heißt auch die entsprechende Funktion Mean, und dieser Funktion müssen wir jetzt natürlich wieder ein Argument übergeben, nämlich die Variable, für die wir das arithmetische Mittel berechnet haben wollen. Um das arithmetische Mittel zu berechnen, benötigen Sie ja mindestens metrisch skalierte Daten. Das heißt, das Alter und das Einkommen kämen hier in Frage. Und wir machen es mal für das Alter. Also Mean in Klammern Probanden, der Name unseres Datensatzes, Dollar, Alter, der Name unserer Variablen. Und Sie sehen, das arithmetische Mittel der Altersverteilung liegt bei 28,2 Jahren. In der Vorlesung hatten wir uns auch das getrimmte arithmetische Mittel angeschaut. Das könnten wir jetzt hier in R auch berechnen. Sie sehen an dem Datensatz, dass es eigentlich nicht nötig ist. Die Daten für das Alter liegen alle relativ dicht beieinander. Die 41 liegt ein Stück weit weg von den anderen Altersangaben, aber alle anderen Altersangaben liegen relativ dicht zusammen. Das heißt also, eigentlich gibt es hier keinen Grund, Ausreißer eliminieren zu wollen. Aber wir berechnen jetzt trotzdem mal das um 10% getrimmte arithmetische Mittel. Auch dafür verwenden wir wieder den Befehl mean und wir werden R über ein weiteres Argument jetzt mitteilen, dass wir das getrimmte arithmetische Mittel berechnen wollen. Also mean, Probanden, Dollar, Alter, wie bei der Berechnung des normalen arithmetischen Mittels. Und jetzt übergeben wir ein weiteres Argument, nämlich trim gleich 0,1. Also wir teilen R mit, dass wir den Datensatz um 10% trimmen wollen. Was passiert dann? Die 10% größten und 10% kleinsten Werte werden weggeschnitten. Das heißt, R wird hier eine 23 aus dem Datensatz nehmen, wird die 41 aus dem Datensatz nehmen und wird das arithmetische Mittel für die verbleibenden 8 Werte berechnen. Und wir bekommen hier logischerweise einen etwas kleineren Mittelwert raus, der bei 27,25 Jahren liegt. Als nächstes schauen wir uns die Berechnung des Medians an. Für den Median brauchen wir ja mindestens ordinal skalierte Daten. Das trifft auf die Altersverteilung natürlich ebenso zu. Und der Befehl ist relativ einfach: Median. Ich vertippe Median von Probanden Dollar Alter. Und wir sehen, der Median der Altersverteilung liegt bei 26 Jahren. Das hätten wir tatsächlich auch aus dieser Tabelle ablesen können, denn die Altersangaben sind ja in der Tabelle bereits geordnet. Und Sie sehen, wir haben eine gerade Anzahl von Werten. Das heißt, es liegt kein einzelner Wert genau in der Mitte der geordneten Verteilung, sondern Sie hätten jetzt in dem Fall das arithmetische Mittel aus dem Wert an der 5. und der 6. Stelle gebildet. Das sind hier 25 und 26, 27 Jahre, Verzeihung. Also läge der Median bei 26. Genau das, was wir hier auch über die Funktion
rausbekommen. So wie man den Median berechnen kann, kann man beliebige Perzentile natürlich auch berechnen in R. Der Befehl dafür lautet nicht Perzentil, sondern Quantil. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir berechnen zum Beispiel mal das untere Quartil, also das 25%-Perzentil der Altersverteilung pro Anden voller Alter und übergeben jetzt noch ein weiteres Argument, nämlich die 0,25. Und Sie sehen, das untere, der untere Quartilswert liegt bei 23,25 Jahren. Und er weist auch nochmal darauf hin, dass es sich hier um das 25%-Perzentil handelt. Wenn Sie jetzt den oberen Quartilswert berechnen wollen, dann nutzen Sie die Pfeil nach oben Taste auf Ihrer Tastatur. Dann bekommen Sie den letzten Befehl ja zurück und Sie können hier einfach die 0,25 durch die 0,75 austauschen und Sie bekommen den Wert für den oberen Quartilswert. Wenn Sie alle Quartilsangaben, alle Quartilswerte in einer Übersicht sehen wollen, können Sie die Funktion Summary verwenden. Auch dieser Funktion übergeben wir Probanden Dollar Alter und Sie sehen, was passiert. Das Ganze sieht aus so ähnlich aus wie die 5-Werte-Zusammenfassung, die Sie aus der Vorlesung kennen. Sie erinnern sich, die 5-Werte-Zusammenfassung bestand aus dem Minimum, den 3 Quartilswerten und dem Maximum. Und das sehen Sie hier auch. Minimum, unteres Quartil, Median, oberes Quartil, Maximum. Und R nimmt hier noch den Mean, also das arithmetische Mittel mit rein, gibt Ihnen also quasi eine 6-Werte-Zusammenfassung aus. Also arithmetisches Mittel, kein Problem, Median, kein Problem, beliebige Perzentile, auch kein Problem. Da bliebe jetzt an dieser Stelle noch der Modus. Für den Modus gibt es in R keinen eigenen Befehl, aber wir haben ja im letzten Screencast schon gesehen, wir können uns mit der Funktion Table einen Datensatz tabellarisch, also als Häufigkeitstabelle ausgeben lassen. Und wir machen das mal für Probanden Dollar Alter. Und wir bekommen hier eine Häufigkeitstabelle und Sie sehen, jede Altersangabe ist genau einmal gemacht worden, bis auf die 23, die ist dreimal gemacht worden. Ob das jetzt ein eindeutiges, klares Maximum im Sinne einer unimodalen Verteilung ist, das müssten Sie an dieser Stelle selber entscheiden. Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber wenn es ein eindeutiges, klares Maximum in einer Verteilung gibt, dann bekommen Sie das hier über diese Funktion Table relativ einfach heraus. Also, Sie sehen, Sie können alle Lagemaße, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben, mit R berechnen, das arithmetische Mittel, das getrimmte arithmetische Mittel, den Median, beliebige Perzentile und Sie können auch den Modus rausbekommen. Der Modus wird ja in dem Sinne nicht berechnet, sondern nur bestimmt. Wichtig ist aber, Sie müssen die Voraussetzungen kennen und auch vorher prüfen. Das heißt also, Sie müssen schauen, ob das Skalenniveau passt. Sie müssen beim Modus zum Beispiel schauen, ob eine unimodale Verteilung vorliegt. Sie müssen beim arithmetischen Mittel schauen, ob Ausreißer im Datensatz sich befinden, die das Ergebnis verzerren. Das nimmt er Ihnen nicht ab. Das heißt, Sie als Anwenderin, Sie als Anwender brauchen die Methodenkenntnisse, um R hier richtig einsetzen zu können. Aber die Lagemaße kann man dann, wenn man weiß, wie es geht, alle sehr einfach bestimmen. Ja, das soll es für die Lagemaße auch schon gewesen sein. Und beim nächsten Mal werfen wir dann einen Blick auf die Streuungsmaßen.